Wunderschönen guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen, Wladimir. Herzlich willkommen, Klaus, hier im Zoom-Raum. Ich begrüße euch und alle Zusehenden des Livestreams ganz herzlich zur ersten Online-Lesung der Domberg-Akademie. Mein Name ist Magdalena Falkenhahn und ich bin zuständig für die kulturelle Bildung bei der Domberg-Akademie. Ich habe heute die große Freude, stellvertretend für das Team als Gastgeberin für eine in meinen Augen ganz besondere Autorenlesung da zu sein. Circa 1,5 Jahre ist es her, als mein Kollege Dr. Stefan Mokri und ich zum ersten Mal über eine Literaturreihe nachgedacht haben, die das Schaffen von Autorinnen und Autoren mit persönlicher Migrationserfahrung in den Blick nimmt, die zudem das Deutsche zu ihrer Literatursprache gemacht haben. Schnell konnten wir mit Dr. Klaus Hübner einen Experten zur Unterstützung für unsere Idee gewinnen und die Konzeption der Lesungsreihe angehen. Ich freue mich sehr, dass wir heute trotz einer Corona-bedingten Verlegung in den digitalen Raum die erste Veranstaltung der Reihe abhalten können und möchte mich an dieser Stelle herzlich bei dir, Klaus, für die kompetente Begleitung des Vorhabens und die Moderation des heutigen Abends bedanken. Klaus Hübner ist seines Zeichens Publizist, Literaturkritiker und Redakteur, unter anderem für die Zeitschrift Literatur in Bayern. Darüber hinaus ist er Mitarbeiter am Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südeuropas bei der Universität München und Osteuropas. Südosteuropas, Verzeihung. Und war von 2003 bis 2017 als Mitarbeiter im Sekretariat des Adelbert von Chamisso-Preises der Robert-Bosch-Stiftung tätig. Das ist ein Preis, der an auf Deutsch schreibende Autorinnen und Autoren anderer Muttersprachen vergeben wurde. Wie es auf der Seite der Robert-Bosch-Stiftung heißt, liegt der besondere Charakter der Chamisso-Literatur bis heute im Kultur- und Sprachwechsel der Autorinnen und Autoren. Teilweise bieten sie tiefe Einblicke in andere Kulturen, teilweise aber auch überraschende Einblicke in die gesellschaftliche Realität in Deutschland. Diese Aspekte möchten wir sozusagen im Geiste der Chamisso-Literatur im Rahmen unserer Lesungsreihe aufgreifen. Die Werke der Autorinnen und Autoren sind dabei so vielfältig wie die Menschen selbst. Im Gespräch möchten wir daher nicht nur mehr über die literarischen Verarbeitungen von Migrations- und Integrationserfahrungen, sondern ganz grundsätzlich über die unterschiedlichen Motivationen zu schreiben erfahren. Sprache, Identität, Kultur. Das sind nur einige Aspekte, die uns in den Werken und Gesprächen immer wieder begegnen und bewegen werden. Wir freuen uns, zum Auftakt unserer Reihe mit Wladimir Wertlib einen erfahrenen und mehrfach preisgekrönten Schriftsteller zu Gast zu haben. Herr Wertlib wurde 1966 in Leningrad geboren, emigrierte 1971 mit seiner Familie aus Russland und übersiedelte mit Stationen in Israel, USA, den Niederlanden und Italien 1981 letztlich nach Österreich, wo er heute als freischaffender Autor in Salzburg lebt. 1995 veröffentlichte Herr Wertlieb seine erste Erzählung mit dem Titel Abschiebung. Es folgten zahlreiche weitere Publikationen. Neben dem österreichischen Förderungspreis für Literatur und dem Anton-Wildgans-Preis erhielt Wladimir Wertlieb 2001 auch den Förderpreis des Adelbert von Chamisso-Preises der Robert-Bosch-Stiftung. Heute Abend wird Wladimir unter anderem einen Auszug aus seinem aktuellen Roman Viktor hilft lesen, der 2018 erschienen ist. Dass unsere Literaturreihe gerade in Zeiten der Pandemie auch unter erschwerten Vorzeichen stattfinden kann, ist auch dank der finanziellen Förderung durch die katholische Erwachsenenbildung der Erzdiözese München und Freising möglich. Zusätzlich möchte ich mich bei unserem Kooperationspartner, dem Münchner Bildungswerk,
und meinem Kollegen Dr. Stefan Mokri für die Unterstützung im Vorfeld bedanken. Bevor ich nun gleich das Wort an Herrn Wertlieb übergebe, möchte ich Ihnen einen kurzen Blick auf den Ablauf geben und dazu ganz kurz meinen Bildschirm teilen. Eine Sekunde. So, nun. Der Abend ist aufgeteilt in drei Leseteile, die jeweils gerahmt werden von einem Gespräch zwischen Herrn Hübner und Wladimir Wertlieb. Und im letzten Teil gibt es die Möglichkeit, Fragen aus dem Publikum mit einzubinden. Und zwar können Sie über die Chat-Funktion im Livestream Fragen und Anmerkungen bereits während des gesamten Ablaufes der Veranstaltung stellen. Ich werde den Chat im Blick haben und dann sehr gerne die Fragen und Anmerkungen sammeln und dann zur gegebenen Zeit in das Gespräch mit einbringen. So. Nun bleibt mir nicht viel anderes zu sagen, als Ihnen und euch einen anregenden Abend zu wünschen, und ich freue mich auf die erste Lesung von Wladimir Wertlieb. Bitte schön. Ja, herzlichen Dank, Magdalena Falkenhahn, für diese schöne Einleitung. Und ja, guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Es freut mich sehr, oder ich hoffe, dass ihr zahlreich mit dabei seid bei dieser Online-Lesung. Ich werde anfangs einen kurzen Ausschnitt, passend auch zu unserer jetzigen Zeit, aus meinem Corona-Tagebuch vorlesen. Aber keine Angst, es wird in diesem Text nur sehr wenig über Corona die Rede sein, dafür aber sehr viel über Identität und über bestimmte Fragen, die wir heute ja dann noch ausführlich besprechen werden. Entstanden ist dieser Text folgendermaßen. Magdalena hat mich gebeten, ganz am Beginn der Krise, ich möge doch für die Lernplattform der Domberg-Akademie, Erzdiözese München und Freising einen Text oder vielleicht ein paar Texte schicken, und ich habe dann gleich ein Corona-Tagebuch vorgeschlagen, und sie hat das sehr bereitwillig aufgenommen, diese Idee, und inzwischen sind auch schon 8 Teile auf dieser Plattform erschienen, aus diesem Corona-Tagebuch 8 Einträge, wobei Corona immer die Stichworte bietet, um über die Themen unserer Zeit und über allgemeine Themen zu reflektieren, so wie auch im folgenden ersten Teil, der dann später auch noch ausschnittweise in der Zeitschrift Salz erschienen ist. 24. März 2020. Echte Probleme. Es war der vorletzte Tag vor dem Lockdown. Geschäfte und Lokale waren noch offen. Das Toilettenpapier war noch keine Defizitware und man durfte miteinander spazieren gehen, ohne einen Meter Abstand halten zu müssen. Der Babyelefant war noch nicht geboren. Das Normale war aber schon zum Halbnormalen, zum seltsam hybriden Zwischenraum mutiert, so auch für einen jungen Freund aus Syrien, mit dem ich mich an diesem Tag unterhielt. Ich machte eine halb scherzhafte, halb ernst gemeinte und somit verängstigte Bemerkung über den Coronavirus, der uns, wie ich meinte, wohl noch einige Zeit beschäftigen werde. Der syrische Freund nickte und bemerkte nach einer kurzen Pause:
Ich finde es schön, dass auch die Europäer einmal mit echten Problemen konfrontiert sind, mit Problemen, bei denen es um Leben und Tod geht und nicht darum, ob der Rasen gemäht oder die Hausordnung von allen eingehalten wird. Ich nickte, lachte und war doch unangenehm berührt. Natürlich wusste ich, dass der Syrer in seinem Heimatland Krieg und Verfolgung erlebt hatte, dass er dem Tod ins Auge geblickt und nach einer gefährlichen Flucht über mehrere Länder in Österreich Asyl gefunden hatte. Ich wusste, dass seine Äußerung Ausdruck von Verletzungen und deshalb eher bitter als gehässig gemeint war. Wenn jemand, ein optimal integrierter Flüchtling nach allen oberflächlichen Kriterien und gängigen Klischees ist, dann dieser junge Mann. Es gibt kaum jemanden, der herzeigbar wäre als er. In meiner Kindheit und Jugend war ich meinem jungen syrischen Freund sehr ähnlich. Ich war der gute Ausländer, das brave Gastarbeiterkind, einer, den man gerne lobte und herumzeigte. Auch viele Jahre später, als ich längst Student war, staunten manche, wie gut und fehlerfrei ich Deutsch sprach und machten mir Komplimente, obwohl ich längst keinen Akzent mehr hatte. Ein guter Zuwanderer zu sein, ist genauso anstrengend wie ein böser Zuwanderer zu sein. In beiden Fällen wird man in erster Linie als Fremder und nicht als Mitmensch gesehen. In jedem Fall wird man zum Stellvertreter und, wenn man etwas Positives vorzuweisen hat, zum Anwalt, zum Kämpfer gegen das Vorurteil und zum Verteidiger jener vielen anderen Zuwanderer, die nicht das Glück oder das Geschick haben, als nett, brav und angepasst wahrgenommen zu werden. Die wirksamste Waffe und das beste Argument hierbei ist das eigene Vorbild. Die optimalerweise schwierige, aber bewältigte Biografie mit Verfolgung anderswo, der Diskriminierung hierzulande, der Flucht zwischen den beiden Säulen, Verfolgung und Diskriminierung und schließlich dem Happy End der Anpassung, meist etwas eleganter als Integration umschrieben. Wenn das vermeintliche Happy End etwas länger zurückliegt, ist man unweigerlich mit der Frage aller Fragen konfrontiert. In welcher Sprache träumen Sie? Wehe aber, man enttäuscht die Erwartungen und verzerrt das schöne Bild durch Ambivalenzentwurzelung samt dauerhaften Wurzelverlust, nicht aufgearbeitete Traumata, Wut, plötzliches Versagen oder Zynismus. Besonders Letzteres ist unbedingt zu vermeiden, denn ein Migrant darf heutzutage zwar sehr viel mehr als in meiner Kindheit und Jugend, eines jedoch bleibt weiterhin das ausschließliche Vorrecht der Eingeborenen: Zynismus und Sarkasmus. Der Fremde darf wütend, traurig, manchmal sogar undankbar sein, aber wehe! Er trifft den Einheimischen an einer empfindlichen Stelle seiner Seele, macht sich über ihn lustig oder wird, Gott behüte, selbst zum Träger von Klischees und Vorurteilen. Das alles geht mir an jenem vorletzten, noch halb normalen Tag vor dem Lockdown blitzschnell durch den Kopf, als mein syrischer Freund erklärt, es habe schon etwas Gutes, wenn auch die reichen Europäer einmal richtig leiden müssen. Ich selbst kann an der Corona-Krise nichts Positives entdecken. Was mich erschreckt, ist die Tatsache, dass mich die Worte des jungen Mannes aus Syrien abstoßen, aber sogleich auch eine starke, ungeahnte Nähe zwischen uns beiden erzeugen. Ich bin Europäer, Einheimischer, Österreicher. Ich fühle mich angegriffen. Was erlaubt sich dieser Flüchtling? Denke ich. Glaubt er, dass bei uns die Euroscheine auf den Bäumen wachsen und unser einziges Problem wirklich die Hausordnung ist? Und sogar wenn das so wäre, ist dies ein Grund, uns eine Seuche oder andere biblische Plagen zu wünschen, die unser Leben für immer verändern? Sind wir etwas schuldig geworden durch die Gnade der geografisch günstigeren Geburt? Was können wir denn dafür, dass es uns im Zentrum Europas besser geht als den Unglücklichen im Hinterhof des Kontinents? Doch zur selben Zeit bin ich Zuwanderer, Migrant, der oft genug unter der Überheblichkeit und Ignoranz der Einheimischen zu leiden gehabt hatte.
Recht hatte der Flüchtling von heute, denke ich. In den letzten 40 Jahren hat sich wenig geändert. Die Leute haben immer noch keine Ahnung von Verlust und Leid, was Verlust und Leid bedeutet. Nun werden sie es erfahren. Selbstsicher und überheblich sind sie geworden, so als säßen sie stets unter einer Schutzglocke, als wäre das Leben kein einmaliges Geschenk, sondern eine Selbstverständlichkeit. Das alles geht mir blitzschnell durch den Kopf, als mein syrischer Freund das Thema wechselt. Ich aber höre nicht zu, sondern erinnere mich an einen Text, den ich vor sehr, sehr langer Zeit geschrieben habe. 25 Jahre ist es her und ich war so jung, wie dieser junge Mann aus Syrien heute ist. Ich schrieb den Text für einen kurzen Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse des Jahres 1995 und gab ihm den Titel »Ich und die Eingeborenen«. Ich bin 7 oder 8 Jahre alt. Ich sitze auf einer Bank im Wiener Augarten und lese ein russisches Märchenbuch, als ich plötzlich eine Stimme höre. »Was liest du denn da Schönes?« Ich erschrecke, drehe mich um und sehe ein älteres Ehepaar auf mich herunterschauen. Die Dame etwas füllig mit Hütchen, der Mann mit Anzug, Krawatte, Spazierstock. Ich bin in einem Dilemma. Meine Eltern haben mir verboten, mit Fremden zu sprechen und außerdem lese ich ein russisches Buch, kein deutsches. Ich habe Angst vor der Stimme, die vorläufig noch freundlich, sogleich aber überrascht und verwirrt wirken wird angesichts der fremden Schrift, der unbekannten Sprache. Ich habe Angst vor dem vorläufig noch lächelnden Gesicht, das bald misstrauisch und ablehnend werden muss. Dann werden Fragen kommen, die ich nicht beantworten kann. Also verdecke ich das Buch mit meinem Körper und sage, das geht Sie nichts an, was ich da lese. Die alte Frau reagiert entsprechend. So ein ungezogenes, böses Kind, sagt sie, was fällt dir ein, so etwas zu jemandem zu sagen, der freundlich zu dir ist und nur Gutes will? Ich wollte ja nur nett sein. Ich bin früher selber Lehrerin gewesen, nie hätte sich ein Schüler von mir so etwas erlaubt. Komm, Alois, wir gehen, sagt sie zu ihrem Mann. Ich schaue den beiden nach. Sie gehen durch die lange Allee ins Innere des Parks. Der Kies knirscht unter ihren Füßen und ihre Rücken werden immer kleiner. Ich fühle mich elend, möchte den beiden nachlaufen, sie um Verzeihung bitten, alles erklären. Aber wie kann ich etwas erklären, das ich selbst nicht fassen kann? Ich fühle mich einsam. Rund um mich sind nur Eingeborene, mit denen ich schon so manche unangenehme Erfahrung gemacht habe, denen man nicht trauen kann, die einen seltsamen Dialekt sprechen, den ich erst bruchstückhaft verstehe. Es wird noch einige Zeit vergehen, bis ich sprechen werde können wie ein Eingeborener, schimpfen wie ein Eingeborener, fluchen wie ein Eingeborener. Je älter ich wurde, desto mehr passte ich mich in Sprache, Mentalität und Gehabe den Eingeborenen an. Langsam aber stetig begannen sie in mein Leben zu treten. Bald war ich bei oberflächlicher Betrachtung nicht mehr von ihnen zu unterscheiden. Wenn ich mit ihnen unterwegs war, dachte ich wie sie und verhielt mich wie sie. Meine Eltern sowie andere Immigranten erschienen mir dann plötzlich konservativ, ja reaktionär, weltfremd, misstrauisch, unfähig, sich in ihrer neuen Umgebung zurechtzufinden. Mit gelassenem Wohlwollen blickte ich auf sie herab. Dinge, die für sie selbstverständlich waren, erachtete ich als absurd, hatte aber Verständnis. Sobald ich aber mit russischen Emigranten beisammen war, änderte sich meine Einstellung. Augenblicklich wechselte ich meinen Assoziationshintergrund einfach aus. Ich passte mich nicht nur an, ich dachte tatsächlich anders und legte mein anderes Ich temporär ab. Die Österreicher wurden wieder zu fremden Eingeborenen, materialistisch, pedantisch und allesamt ein klein wenig beschränkt. Man lachte über ihre Problemchen und ich lachte mit, hatte aber Verständnis. Meine Selbstgespräche führte ich in einer österreichisch gefärbten Umgangssprache, einer Mischung zwischen Wiener Dialekt und Hochdeutsch. Es war mehr das Wiener Deutsch meiner Lehrer im Gymnasium als das Dialekt der Mitschüler. Eine gewisse Kühle und Distanz zur Sprache der Eingeborenen blieb bestehen. Der entfesselte Plauderton war mir fremd. Die Eingeborenensprache war zum Denken da.
Vielleicht war das der Grund, dass ich meine ersten Liebesbriefe auf Englisch schrieb. Deutsch kam nicht in Frage und Russisch war ganz und gar unmöglich. Nicht nur, weil die Angebetete kein Wort Russisch verstand, sondern weil Russisch die Sprache der frühesten Kindheit, der Eltern, der Emigration war, an Bahnhöfe, Flughäfen und provisorische Unterkünfte erinnerte. Russisch war zutiefst unerotisch. Deutsch war leider auch nicht viel besser, hat aber Jahr für Jahr an Sinnlichkeit dazugewonnen. Danke. Ja, danke, lieber Wladimir. Schön, dich zu sehen. Auch von mir an Sie alle ein herzliches Willkommen. Wladimir Wertlieb und ich, wir kennen schon aus Zeiten, als es den Samyso-Preis noch gab und deswegen sagen wir du zueinander und hoffen, dass Sie nichts dagegen haben. Dankeschön. Zu meiner Rolle nur so viel, einer meiner akademischen Lehrer, der Romanist und Sprachwissenschaftler Harald Weinrich, der übrigens die wichtigste Gründungsperson des schon angesprochenen Chamisso-Preises auch war. Harald Weinrich hat mir mal nach einer Preisverleihung, wo die Moderatorin ein bisschen allzu dominant aufgetreten ist, hat er mir gesagt, im Mittelpunkt stehen die Autoren. Ein Moderator soll moderieren, kurz und knapp und gut, sonst nichts. Daran möchte ich mich halten, auch heute, und will Sie nur noch an etwas erinnern, was Magdalena Falkenhahn schon gesagt hat. Sie können Ihre Fragen oder Anregungen im Chat, in den Chat schreiben. Magdalena sammelt dann alles und wir werden am Schluss versuchen, ja, vielleicht zu einigen Teilantworten zu kommen. So, jetzt aber, Wladimir, zu dir. Corona-Tagebuch ist also entstanden, wie du gesagt hast, in den letzten Monaten und entsteht vielleicht immer noch. Geht es noch weiter? Ich denke schon, ja. Übrigens, ja, auch mich freut es natürlich sehr, dich zu sehen. Und schön, dass wir dieses Gespräch doch noch führen können, nachdem ja diese Lesung, die ja ursprünglich im realen Leben geplant war, nun schon zweimal verschoben wurde. Zuerst eben vom März, ja. Es hätte ja am 18. März stattfinden sollen und ist dann dem ersten Lockdown zum Opfer gefallen. Dann war ein Termin im Juli angedacht, der wurde dann auch verschoben auf den November. Da dachten wir alle, na ja gut, dann sehen wir uns endlich wieder persönlich, denn so weit auseinander sind wir ja nicht. Du bist in München, ich bin in Salzburg. Man ist ja eigentlich schnell dort und jetzt ist es doch sehr, sehr weit weg. Ja. Und wir sind jetzt wieder durch eine geschlossene Grenze getrennt, aber also es freut mich sehr, dich zu sehen. Und ja, früher waren wir immer durch die gemeinsame Sprache getrennt, nicht? Jetzt ist es eine geschlossene Grenze. Beim Bayerischen, glaube ich, kann man das nicht so behaupten. Ja, die gemeinsame Sprache, das hat Karl Kraus. Dazu fällt mir eine kurze Anekdote ein, die muss ich jetzt auch noch anbringen. Ich war schon einige Jahre her, ist das auf Lesereise in Dortmund und hatte dort eine Lesung. Es gibt dort ein Literaturhaus mit mehreren Stockwerken zu verschiedenen Ländern, mit Länderschwerpunkten. Und dort war ein russisches Stockwerk und ich habe dort auf Russisch vorgelesen, aus einem Buch von mir, Zwischenstationen, das ins Russische übersetzt wurde für russische Migrantinnen und Migranten. Und das war so eine zweisprachige Veranstaltung und der Veranstalter auch aus NRW steht neben mir und es kommt eine Dame vorbei, eine Einheimische, und fragt, was da los ist und wer und was. Und er sagt dann, ja, kommen Sie doch rein, das wird jetzt eine Lesung. Ja, nein, nicht nur auf Russisch. Also er kann ja auch perfekt Deutsch und Wladimir kommt, beweist das, ja, und ich sage dann ein paar Worte, sagt sie, ach nee, na, der spricht doch überhaupt nicht Deutsch, der spricht doch nur Bayerisch. Aha. Also weil sie mein Österreichisch dann natürlich sofort das Bayerisch dechiffriert hat. Aber um auf deine Frage zu sprechen zu kommen, ja, also ich möchte es schon weiterführen. Es überschlagen sich einfach nur die Ereignisse. Ich habe jetzt acht Einträge in dieses Tagebuch und ich warte ein bisschen ab und ich habe mir fest vorgenommen, dass es 10 werden, aber vielleicht werden es ja mehr, so wie sich die Situation jetzt darstellt.
Ganz am Anfang, dieser syrische Freund spricht der Corona an, also und sagt Leben und Tod, Probleme, die ihr Europäer, ihr Mitteleuropäer sonst nicht habt, die kommen plötzlich verschärft auf euch zu. Davon abgesehen ist das, was du gelesen hast, ja eigentlich, ist vielleicht der Name Corona-Tagebuch gar nicht so prägnant und wichtig, weil was du gelesen hast, behandelt ja zentrale Fragen, zum Beispiel ist Integration dasselbe wie Anpassung, nur mit schöneren Worten oder mit einem schöneren Wort ausgedrückt, oder das Thema Sprache, wie ist dabei, wie schwingt und summt die Muttersprache oder die erste Sprache mit, wenn man jetzt die andere spricht, wie kommt man langsam rein, wie bekommt man eine Färbung, das sind ja alles Themen, die eigentlich diese ganze sogenannte Scharmützel-Literatur immer wieder beschäftigt haben. Insofern nehme ich an, dass das nur so ein Arbeitstitel ist, denn vom Oberthema des letzten halben Jahres haben sehr, sehr viele Menschen inzwischen mehr als genug. Das wollen sie vielleicht nicht nur in einem Literatur-Livestream sehen und hören. Sonst hätte ich es ja gar nicht vorgelesen. Es geht ja um ganz andere Themen, oder es geht auch um ganz andere Themen und um wichtige Themen für jemanden, der den berühmten Migrationshintergrund irgendwo ganz hinten hinter deiner Bücherwand ist, der, glaube ich, gell, der den hat. Also mit anderen Worten, der Titel führt ein bisschen in die Irre, oder nicht? In gewisser Weise ja. Also ich wollte kein Lockdown-Tagebuch schreiben, denn das haben gleich sehr viele getan und das habe ich auch vorhergesehen. Und es haben Leute schon im ersten Lockdown Bücher herausgebracht oder irgendwelche Broschüren, um auf dieser Welle mitzuschwimmen. Und mir war schon klar, dass spätestens im Sommer niemand mehr von diesen Dingen wird hören, etwas hören und lesen wollen, weil das ohnehin alle erleben. Und man ist einerseits noch zu nah dran und andererseits auch wieder übersättigt von einem solchen Thema. Also es müssen wahrscheinlich noch einige Jahre vergehen, bis man sich wieder künstlerisch, ästhetisch dem Thema Lockdown im engeren Sinne annähern kann. Also das war gar nicht, natürlich nicht meine Intention, so etwas zu schreiben, sondern Corona bildet, so wie du sagst, es bildet sozusagen die Folie, um generell, wie ich anfangs schon gesagt hatte, über verschiedenste Themen zu reflektieren. Es kommt natürlich die Corona-Krise vor, der Umgang damit, vor allem der politische Umgang und was das mit unserer Gesellschaft machen wird, aber mehr auf einer essayistischen dann als auf einer persönlichen Ebene, während eben dieser erste Eintrag wirklich sehr persönlich ist, nur der hat eben wieder ein anderes Thema. Und dieses Persönliche gibt ihm ja auch das, was dann ein literarischer Beitrag ist, und für die Literatur sind wir zu nahe dran an diesem Pandemie-Thema. Ja. Also es ist ja bekannt, dass die besten Bücher, literarischen Bücher über den Ersten Weltkrieg Ende der 20er Jahre geschrieben wurden, also mehr 10 Jahre nach dem Ende dieses Krieges, und so wird es hier wohl auch sein. Also Literatur ist ja nicht unbedingt Tagesbegleitung, sondern öffnet Räume sicher der Genauigkeit, Analyse und Differenzierung, aber eben auch der Fantasie, der Poesie, der Komik, der Tragik. Das alles kann man nicht aus dem Tagesgeschehen rausziehen, sondern das muss ja vielfach verdichtet, gefiltert, umgeschrieben werden. Und von literarischen Dingen sprechen wir ja. Ja, weißt du, was ich vermute? Nur ganz kurz. Ich vermute ja, dass, ich meine, wer leidet am meisten unter diesem Lockdown, das, oder diesen Lockdowns? Wir haben ja jetzt schon den zweiten, und wer weiß, ob nicht noch ein dritter im Frühjahr kommt, Gott behüte. Am meisten sind das die Kinder, vor allem die kleinen Kinder. Und ich denke, dass für sie das noch viel prägender sein wird als für uns. Und wenn die dann älter werden, zu schreiben beginnen, also wahrscheinlich auch erst dann mal in den 30er Jahren werden dann die Berichte kommen von denen, die das als Kinder erlebt haben, mit all den damit verbundenen Traumata wie häusliche Gewalt
oder Verlust von Kindheitsanteilen, ganz wesentlichen, sogar weniger bei uns als in Ländern wie Spanien und Frankreich, Italien. Also da wird sicher in den 30er Jahren von jungen Leuten eine ganz wichtige Literatur entstehen in der ästhetischen Auseinandersetzung. Das kann man vermuten, das kann man vermuten. Ich sehe das eigentlich ähnlich. Und es zeigt sich ja auch in deinem aktuellen Roman Viktor Hilft, zu dem ich überleiten möchte und muss, dass da ja Erfahrungen verarbeitet sind, die auch schon von der erzählten Zeit einige Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, zurückliegen. Aber vielleicht hören wir erstmal einen Ausschnitt, den du vorbereitet hast aus diesem Roman und beschäftigen uns danach nochmal mit diesen Themen. Gerne. Ja, also der Roman Viktor Hilft ist, wie Magdalena schon kurz erwähnt hatte, 2018 erschienen im Deutikem Czolnay Verlag in Wien. Und es geht um einen Migranten mit russisch-jüdischem Hintergrund, der in Freilassing an der bayerisch-österreichischen Grenze lebt, aber in Österreich aufgewachsen ist. Und der sich im Jahr 2015 als freiwilliger Helfer an der Grenze während dieser Flüchtlingskrise im Herbst 2015 meldet und dort mithilft in einem Camp direkt an der Grenze beim Grenzübertritt der Flüchtlinge von Österreich nach Deutschland. Also er arbeitet dort auf der österreichischen Seite und natürlich erinnert er sich dann auch immer wieder an seine eigene Migration und seine eigene Kindheit und die damit verbundenen, zum Teil traumatischen Erlebnisse. Und da setzt auch die Geschichte ein. Ich fange auch gleich mit dem ersten Kapitel an und lese einen kurzen Ausschnitt vom Beginn des Romans vor. Der Mann beugte sich hinunter zu dem Kind. Das Kind wich aus, machte einen Schritt zurück. Der Mann verzog das Gesicht zu einem bemühten Lächeln, sagte ein paar Worte in der fremden Sprache und streckte die Hand nach dem Kind aus. Die Geste hatte etwas Zaghaftes und Insistierendes zugleich. Der Tonfall der Sprache, den das Kind zu deuten glaubte, obwohl es kein Wort verstand, machte ihm Angst. Der Mann war alt, alt, traurig und mächtig. Sein Gesicht war rau und dunkel wie der Himmel des fremden Landes. Die Haare weiß und schütter, die Augen grau-grün wie das brackige Wasser in dem Tümpel hinter dem abbruchreifen, längst nicht mehr bewohnten Haus, das dem Kind als Spielplatz diente. Es schien dem Kind, als schauten diese Augen durch es hindurch, bis zur Wand, hinter seinem Rücken oder noch weiter, hinaus auf die Straße, wo die Abgase an der Kreuzung das Licht verdüsterten. Hinter der scheinbaren Freundlichkeit des Mannes erkannte das Kind den Spott, dem es immer öfter ausgesetzt war, jenes ungeduldige Staunen, die Empörung der Erwachsenen, die ihm die Schamröte ins Gesicht trieben. Die dicken Finger mit den eingerissenen Fingernägeln näherten sich dem Kind, die Finger der anderen Hand umklammerten eine Tafel Schokolade. Das Kind wusste, dass es die Schokolade haben könnte, wenn es den Fingern erlauben würde, durch sein Haar zu streichen oder seine Wange zu tätscheln, aber es konnte und wollte sich nicht berühren lassen. Nie wieder würde es sich von Fremden berühren lassen. Man hatte es hierher versetzt in ein Land, in dem der Himmel senkrecht stand und die Sprache stets wie Hohn in sein Gesicht geschüttet wurde. Seine Mutter wechselte mit dem Mann einige Sätze in der fremden Sprache. Sie sprach sehr langsam, stockend, und ihr Tonfall ließ jene Selbstsicherheit vermissen, die das Kind sonst von ihr kannte. Dann fasste sie das Kind sanft an den Schultern und schob es in Richtung des Mannes. Viktor hielt dem Kind den geflochtenen Korb mit Süßigkeiten und Keksen hin. Die Augen des Kindes leuchteten auf, doch war es zu scheu, in den Korb zu greifen und schaute seine Mutter fragend an. Viktor bewegte den Korb sanft nach links und nach rechts, vor und zurück, so als wäre er ein Schiff auf hoher See. Die Frau redete dem Kind zu, nickte, lächelte.
Sie war jung, so jung, dass sie Viktors Tochter sein könnte und hatte denselben Blick wie Jahrzehnte zuvor Viktors Mutter. Eine Mischung aus Wehmut, Angespanntheit, Erschöpfung und Resignation, erwartungsvoll und gleichzeitig in sich gekehrt. Die Menschen im Zelt rochen nach Schweiß, nach Salz und Meer, und Viktor wunderte sich, wie strahlend weiß das Kopftuch der Frau war, wie sie es sauber halten konnte in all den beschwerlichen Tagen, vielleicht Wochen, die sie unterwegs gewesen war. Schnell streckte das Kind seine dünne Hand aus, holte ein in Zellophan eingewickeltes Ei aus Schokolade aus dem Korb und, nachdem Viktor nicht sofort zur nächsten Frau mit Kind weiterging, noch einen Keks und einen Schokoriegel. Die Mutter erklärte dem Kind etwas, das wie eine Mahnung klang. Shukran, flüsterte das Kind und senkte den Blick. Thank you, sir, sagte die Mutter. You're welcome. Jemand in der Runde machte eine scherzhafte Bemerkung. Ein paar junge Männer lachten und Viktor sah, wie die Wangen und Ohrenspitzen des Kindes rot anliefen. Viktor löste sich aus der Umklammerung seiner Mutter und versteckte sich hinter ihrem Rücken. Wäre er ein oder zwei Jahre jünger gewesen, wäre er vielleicht unter ihren Rock gekrochen, doch er war 5 Jahre alt, er wollte nicht, dass man ihn für ein Kleinkind hielt. Der Mann grinste, zuckte die Schultern, steckte die Schokolade wieder in seine Sakko-Tasche, ging um den Schreibtisch herum zurück an seinen Platz und öffnete die schwarze Flügelmappe. Viktor wusste, dass der Mann sehr wichtig und die Flügelmappe noch wichtiger war. Längst hatte er verstanden, dass Mappen, vor allem aber die Papierstücke, die sich in den Mappen befanden, mächtiger waren als Menschen. Mächtiger sogar als Menschen, die das Papier beschrifteten, bestempelten, unterschrieben, kuvertierten, ablegten oder weiterreichten. Er fragte sich, ob er sich vom bedruckten Papier berühren lassen würde, wenn es Hände hätte. Rashids Stimme brachte Viktor aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts in die Gegenwart zurück. Den ganzen Nachmittag war Rashid in der Tiefgarage der ehemaligen Zollamtsstation gewesen, wo er gemeinsam mit Dari Dolmetscher Mohammed und einem Unteroffizier namens Kurt die Gruppen, immer etwa 10 bis 15 Personen, zusammengestellt hatte, die über die Grenze nach Deutschland gehen sollten. Nun war Rashid hier oben im Zelt und schäumte vor Wut. Ein Kurde hatte ihn als Tier bezeichnet. Der rothaarige Kurde mit markantem Haarschopf, sommersprossigem Gesicht und himmelblauen Augen war Viktor schon aufgefallen, als er mit den anderen Flüchtlingen aus dem Bus ausgestiegen war. Auch wenn Rashid nicht Kurdisch sprach, glaubte er, die Beleidigung verstanden zu haben, klang doch laut Rashid das Wort für Tier im Kurdischen ähnlich wie im Arabischen, und so konnte es nur diese Bedeutung haben und nur er konnte damit gemeint sein, so verächtlich, wie es ausgesprochen worden war. Die Kopfbewegung, der Tonfall, der Blick seien deutlich und unmissverständlich gewesen. Nun hingen Rashids Worte als kehlige Drohung im Raum. Die Kinder verstummten, die Frauen drehten sich weg und nur die Frau, die Viktor an seine Mutter in ihrer Jugend erinnerte, eine Irakerin, deren weißes Kopftuch mehr entblößte, als es zu verdecken vorgab, schaute kurz auf, musterte Rashid spöttisch und wandte sich wieder dem Kind zu, das auf ihre Knie gekrochen war und sich nun an ihrem Oberarm festklammerte. Der Kurde ignorierte Rashid. You are okay, you are really very kind, but this Arab is a bad man, erklärte er Viktor. Why don't you get rid of him? Die anderen aus der Gruppe schauten konzentriert auf die Displays ihrer Mobiltelefone, auch wenn sie dort wohl kaum etwas Neues entdecken konnten. Es gab kein WLAN im Camp. Rashid, 1,90 Meter groß, stand im vorderen Teil des Zeltes, die Hände zu Fäusten geballt und in die Hüften gepresst, und schoss über die Köpfe der Frauen und Kinder hinter der ersten Absperrung ein arabisches Wort nach dem anderen auf die jungen Männer ab, die auf den Bänken hinter der zweiten Absperrung Platz genommen hatten. Viktor musste plötzlich daran denken, dass Rashid auf seiner Facebook-Seite gerne Katzenbilder und rosafarbene Herzen postete.
Um die Situation zu deeskalieren, teilte Viktor nochmals Schokolade und Kekse aus, ging mit dem Korb in den Bereich des Zeltes, wo die jungen Männer saßen. Es hatte schon Schlägereien im Camp gegeben, das sollte nicht wieder passieren. Der rothaarige Kurde schüttelte den Kopf und drehte sich mit beleidigter Miene weg. Die anderen aus seiner Gruppe griffen unwillig zu, versenkten die in Zellophan eingewickelten Schokostückchen in ihre Manteltaschen, bedankten sich mürrisch. Viktor erhielt sich keineswegs für eine respektable Persönlichkeit, aber man respektierte ihn, weil seine Haare grau waren und weil er noch um einiges älter aussah als 43. Sogar die jungen Frauen ließen sich von ihm berühren, wenn er ihnen mit einer Sicherheitsschere die Papierbänder, die sie im Camp Alte Aswinak, dem viel größeren Transitlager und der ersten Anlaufstation für Flüchtlinge in Salzburg bekommen hatten, vom rechten Unterarm herunterschnitt. Manchmal fasste er sie am Arm oder krempelte ihre Ärmel hoch. Manche Frauen zuckten zusammen oder verzogen das Gesicht, doch die meisten reagierten gleichmütig. Er war für sie kein Mann, sondern ein Herr, in Würde ergraut und in die Breite gewachsen. »Don't get upset«, sagte Viktor leise und schielte Richtung Rashid. »Just wait, in 20 minutes you will cross the border and you will never see this man again.« Die jungen Kurden ließen düstere Blicke durch den Raum schweifen, schienen wütend und resigniert, zugleich vor allem aber müde. Unendlich müde wie fast alle Menschen, die in dieses Doppelzelt an der Grenze kamen und es durchquerten, indem sie von einem Bereich in den nächsten vorrückten, um schließlich zu Fuß über die kleine Fußgänger- und Fahrradbrücke, die seit Ende September ausschließlich für Flüchtlinge reserviert war, nach Deutschland zu gehen, wo ein weiteres Camp mit Zelten auf sie wartete. Auslass der Flüchtlinge wurde dies hier auf österreichischer Seite genannt. Die Farben der Papierbänder und die Buchstaben, die mit schwarzem Filzstift auf die Bänder geschrieben waren, regelten die Reihenfolge des Grenzübertritts. Für jeden Buchstaben waren 100 Personen vorgesehen. In eigenen, abgetrennten Bereichen mussten die Hundertergruppen in der Tiefgarage warten, um dort in kleinere Gruppen geteilt und ins Zelt vorgelassen zu werden. Der Rothaarige winkte Viktor zu sich. Er war Anfang 20, sprach gut Englisch. Seit vielen Tagen werde er von Absperrung zu Absperrung, von Baracke zu Baracke, von Schlafsaal zu Schlafsaal geschoben, ohne dass ihm jemand erkläre, was wirklich vor sich gehe, erzählte er Viktor. Er wisse nicht einmal, wo genau er sich befinde und wie die Orte diesseits und jenseits der Grenze hießen. Er sei aus Syrien geflohen und tausende Kilometer unterwegs gewesen, um Menschen wie jenem dort, er machte eine schnelle Bewegung des Kopfes in Richtung Rashid, nie mehr begegnen zu müssen. Und nun müsse er sich wieder von ihnen demütigen lassen. »They are animals, animals«, sagte er leise. »Dogs«, fügte er nach einer kurzen Pause hinzu. Der deutsche Grenzpolizist meldete sich per Funk. »Ihr könnt das nächste Paket schicken.« Rashid hieß die Menschen, die im vordersten Bereich des Zeltes saßen, aufstehen, befahl ihnen anzutreten, führte sie aus dem Zelt hinaus ins Freie, ließ sie warten. »One line, please«, sagte Viktor, »one line.« 3 Meter weiter war der erste Gitterzaun mit improvisiertem Tor, dahinter ein Rad- und Fußweg, der am Fluss entlang führte, dann ein weiterer beweglicher Gitterzaun, wie auf Baustellen üblich. 11, 12, 13, zählte Viktor. Wo war die 14. Person dieser Gruppe? Er zählte noch einmal. Ich glaube, eine ist noch auf der Toilette, meinte Rashid und rief der Gruppe etwas auf Arabisch zu. Hakim, schrie ein junger Mann. Hakim! Er solle ihn holen, meinte Viktor. Der junge Mann rannte wieder zurück ins Camp. Hurry up, rief ihm Viktor nach. Der Soldat, der den Eingang zum Zelt bewachte, ließ ihn passieren und er verschwand um die Ecke, hinter der sich die Toilettencontainer befanden. Viktor öffnete, es vergeht noch einige Zeit, dann dürfen sie endlich hinaus. Viktor öffnete das erste Tor und ließ die Gruppe bis zum zweiten Gitter vorrücken.
Die Menschen folgten seinen Anweisungen still, gehorsam, ohne Fragen zu stellen. Der Regen nieselte auf ihre Haare, Kapuzen und Kopftücher. Die Kinder hatten gelernt, still zu warten. Sogar die Babys hatten aufgehört zu schreien. Manche stellten ihre Rucksäcke und Taschen auf den nassen Asphalt, manche umklammerten sie krampfhaft. Viel Gepäck hatten sie ohnehin nicht. Ein korpulenter Mann um die 30 band sich einen Schal um, räusperte sich, spuckte aus, zündete sich eine Zigarette an. Seine Hände zitterten so stark, dass ihm das Feuerzeug zweimal aus der Hand fiel. Die Flüchtlinge befanden sich schon außerhalb des Camps, versperrten einen Radweg. Kein Soldat durfte sie hierher begleiten, weil die Stadt Salzburg, die für Transitflüchtlinge zuständig war, darauf bestand, dass Bebänderung und Auslass nicht von Polizisten oder Soldaten, sondern nur von Freiwilligen durchgeführt wurden, auf dass die deutschen Behörden nicht auf die Idee kämen, die Flüchtlinge nach Österreich zurückzuschicken, damit sie dort ihre Asylanträge stellten. Nichts, was an dieser EU-Binnengrenze geschah, sollte einen offiziellen Charakter haben. Die Bebänderung durfte nicht wie eine Registrierung aussehen. Der Transport der Flüchtlinge von Grenze zu Grenze, von Camp zu Camp, nicht als Weitertransport ins Ausland, sondern als Binnentransport. Und der Auslass war trotz Abfertigungsbereich keine Grenzabfertigung, weil es die Grenze eigentlich nicht mehr gab. Viktor fragte sich, was geschehen würde, wenn die Flüchtlinge einfach weggehen, in diesem Grenzgebiet, im Gebüsch am Flussufer oder in einer der Seitengassen verschwinden oder die Brücke überqueren würden, ohne auf den Auslass zu warten. Viktor konnte und durfte niemanden auf- oder gar festhalten, doch er trug eine Warnjacke und einen Ausweis und beschriftetes Papier war auch in Zeiten des Internets und der postfaktischen globalen Vernetzung weiterhin mächtig. Viktors Ausweis war an seine orangefarbene Warnweste geheftet. Es war nichts weiter als ein Stück Karton in einer Schutzhülle, auf dem sein Vorname stand. 2,5 Monate zuvor hatte sich Viktor in der Einsatzzentrale des Camps im ehemaligen Zollamtsgebäude angemeldet, hatte seinen Namen und seine Adresse genannt. Niemand überprüfte die Angaben, niemanden interessierte, wer er wirklich war. Er hätte behaupten können, er heiße Dagobert Duck und wohne in Entenhausen, hatte eine Erklärung unterschrieben. Die Dame am Schreibtisch malte mit rotem Filzstift das Wort Viktor auf ein weißes Stück Karton, das sie in eine Hülle steckte und ihm aushändigte, ohne zu ihm aufzuschauen. Er heftete den Ausweis an seine Jacke, ging hinaus, sah sich um. Einige Flüchtlinge gingen auf ihn zu, wollten von ihm etwas erfahren, worauf er ihnen keine Antwort geben konnte. Eine freiwillige Helferin, die er anhielt, als sie aus der Tiefgarage zum Zelt hastete, erklärte ihm in wenigen Sätzen die Abläufe, eine andere, die vorbeikam, noch beiläufiger, was er als nächstes zu tun hatte. 10 Minuten später wies Viktor 20 Männer sowie einige Frauen und Kinder an, sie mögen sich setzen, aufstehen, ihm folgen, sich wieder hinsetzen, aufstehen, Schlange stehen. Alle taten, was er von ihnen verlangte. Alle folgten seinen ungeschickten, manches Mal widersprüchlichen oder auch ganz und gar unsinnigen Anweisungen. Viktor war erleichtert, als er merkte, dass ihm dieser Umstand keine Freude bereitete. Soweit ein Ausschnitt aus Viktor hilft. Danke. Ja, danke, Wladimir. Das ist eine unglaubliche Geschichte, eine detaillierte Beschreibung des Alltags in diesem Flüchtlingscamp in Salzburg im Herbst 2015, nehme ich an. Es war November, Dezember. Und zwar mit allen Mühen des Alltags und allen Mühen der Ebenen, die das mit sich bringt. Das wird ja nachher noch heftiger, als noch akut erkrankte Menschen dazukommen, Kinder auch. Also das ist beeindruckend und wir erleben diesen Viktor als Helfer und gespiegelt dann aber auch schon diesen Viktor als Flüchtlingskind aus den 1970er Jahren. Auch das, sein Familienhintergrund, der ein jüdischer Familienhintergrund im 20. Jahrhundert ist, der wird ja später, ich glaube im 13. Kapitel noch genauer ausgeführt und erläutert.
Viktor als Helfer, Viktor als Flüchtling oder ehemaliger Flüchtling. Es liegt nahe, natürlich hier enge Verbindungen zwischen dieser Figur des Viktor und deiner eigenen Biografie zu vermuten. Nicht nur, weil die beiden Vornamen mit dem Buchstaben V anfangen, sondern aus vielen anderen Gründen auch. Natürlich sollst du als Autor nicht mit diesem Viktor verwechselt werden, das ist eh klar, aber die Verbindungen, die gibt's, oder? Zweifellos gibt es diese Verbindungen. Ich war selbst im Herbst 2015 freiwilliger Helfer in Salzburg, unter anderem auch in diesem Camp Grenze. Das ist das Asfinag. Nein, das ist ein anderes Camp. Es gab eigentlich drei Hotspots. Anfangs direkt am Hauptbahnhof in Salzburg. In der Tiefgarage waren die Flüchtlinge lange Zeit untergebracht. Das war am Anfang der Krise, also vor allem September, August zum Teil, dann vor allem September und Oktober, Anfang Oktober. Dann hat sich alles in diese beiden anderen Camps, das Camp Alte Asfinag, das ist eine ehemalige Autobahnmeisterei gewesen, die schon aufgelassen gewesen war, inzwischen schon abgetragen. Und dort waren alte Garagen und die wurden reaktiviert. Dort war ein Zwischenlager, ein Transitcamp. Und von dort gingen dann die Flüchtlinge weiter an die Grenze, direkt an die österreichisch-deutsche Grenze. Dort war noch rund um diese Zollamtsstation ein improvisiertes Camp mit ein paar Zelten und eben auch dieser Tiefgarage dort, wo die Flüchtlinge gewartet haben und diesen Doppelzelt, den Auslasszelt, also dieser eigentlichen sogenannten Grenzabfertigung, wurde nicht so genannt. Und von dort mussten sie dann selber immer zu Fuß gehen. Auf der anderen Seite waren wieder Zelte und auf die deutsche Bundespolizei errichtet hatte und dort war ich einige Male in diesem November, Dezember und dann wurde das Camp Grenze geschlossen. Dann war ich noch in der alten Asfinag im Dezember, Jänner. Und im Februar hatte ich dann gesundheitliche Probleme und konnte nicht weiter. Und dann war die Balkanroute geschlossen. Ja, also die Verbindungen sind eng und sie sind da. Ja, eng und ich habe vieles natürlich auch hingeschrieben, was ich erlebt habe. Trotz dieser eindrucksvollen Schilderungen, liebes Publikum, ist es nicht so, dass es ausschließlich darum geht in diesem Buch Viktor hilft. Du hast bei deiner Lesung, Wladimir, ein paar Seiten ausgelassen. Vom zweiten Kapitel an geht es schon nicht mehr nur darum, sondern es gibt noch einen anderen Erzählstrang, die Gudrun-Lisa-Geschichte. Was das genau ist, lassen wir hier mal beiseite, weil die meisten, die jetzt zusehen und zuhören, ja sowieso morgen in ihre Buchhandlung gehen und Viktor Hilf kaufen. Die Buchhandlungen sind offen übrigens. Das lassen wir jetzt mal weg. Aber jedenfalls, der Viktor, das so viel sei verraten, hilft nicht nur in den Flüchtlingen, er hilft auch anderswo. Obwohl er eigentlich nicht muss und obwohl viele Figuren, die meisten, ihn eigentlich abraten. Was ist das, dieser Viktor ein fast so ein übertrieben guter Gutmensch? Nein, eigentlich nicht. Also er hilft gerade überall. Jene, die dann das Buch vielleicht tatsächlich kaufen oder auch in eine Bibliothek holen und weiterlesen werden, werden ja feststellen, dass er durchaus auch dunkle Seiten hat. Dass er dann auch, vor allem im zweiten Teil des Romans, der dann in einer deutschen Kleinstadt spielt, so viel, oder mittelgroßen Stadt, sagen wir mal so viel sei verraten, dass er durchaus auch sehr ambivalente Seiten hat. So, insofern ist er vielleicht ein typischer Gutmensch, weil ja der Gutmensch üblicherweise, und der Ausdruck wird ja oft schon als Schimpfwort verwendet, nur in den meisten Fällen vermeintlich gut ist, oft aber auch durchaus heuchlerische Seiten besitzt und das Gute oft vorgeschoben wird, um die eigenen latenten Aggressionen oder negativen Gefühle irgendwie zu verdecken und zu kaschieren. Aber das ist ja eine ganz wichtige Sache, die man an der Figur dieses Viktor und in deinem Roman auch lernen kann, wo man darüber nachdenken kann,
wie gut ist ein Gutmensch, wie gut kann man überhaupt sein, dass es zum Gutmensch, jetzt nicht als Schimpfwort gemeint, keine vernünftige Alternative gibt, ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist genau das, was du eben versucht hast zu benennen. Naja, aber ich versuche ja auch ein bisschen die Polarisierung in unserer Gesellschaft insofern als Künstler ein wenig aufzubrechen und sie auch ironisch zu konterkarieren und dem auch ein bisschen zu paraphrasieren, indem ich zeige, es kommen ja hier Gutmenschen und es kommen auch Wutbürger, wie man sie da. Sie damals dammte, das war der damals gängige Ausdruck. Heute würde man sagen, vielleicht Rechte, Rechtsradikale, wie auch immer. Also es kommen verschiedene Leute aus unserer mitteleuropäischen Gesellschaft vor und sie alle sind nicht wirklich schwarz-weiß gezeichnet. Manchmal ein bisschen holzschnittartig, weil sie diese Anteile ja auch haben. Ja? Also sowohl die Gutmenschen als auch die Wutbürger, sie entsprechen auch ihrem Klischee bis zu einem gewissen Grad. Aber sie sind dann eben auch Menschen aus Fleisch und Blut, die dann durchaus ihre ambivalenten und widersprüchlichen Seiten haben. Und oft weiß man jetzt auch irgendwann nicht mehr, wer ist jetzt der Wutbürger und wer ist der Gutmensch, ja? Weil sie ja eigentlich einander spiegeln. Das ist genau das Spannende an deinem Buch und holzschnittartig finde ich da überhaupt gar nichts. Die Verbindung zwischen diesem realistischen, sehr detaillierten und in vielen Passagen erschütternden Geschehen in den Flüchtlingscamps mit der anderen Geschichte, über die wir jetzt nichts Näheres sagen wollen, das macht die Spannung in deinem Buch aus und eröffnet eigentlich Räume, um nachzudenken, um zu differenzieren, um genauer hinzuschauen, um zu merken, aha, da ist jemand ganz weg von den politischen Schlagwörtern, Zuschreibungen der Zeit, sondern er denkt darüber nach und öffnet neue Räume, gibt neue Aspekte dazu. Eine letzte Frage noch zu Viktor, Thema Realismus. Schreibst du eigentlich realistisch? Und was ist das realistisch? Oder die fiktionalen Anteile sind ja doch auch groß. Es gibt auch sehr, fast lyrisch-poetische Passagen. Bist du ein traditioneller, realistischer Erzähler, Wladimir? Das ist schwer zu beantworten. Also das ist eigentlich eine Frage, die ich wirklich sehr, sehr gerne euch, den Germanistinnen und Germanisten und den Fachleuten und den Kritikerinnen und Kritikern überlassen würde, das zu entscheiden und mich da entsprechend auch einzuordnen, weil sonst nehme ich euch die Arbeit weg, das wäre nicht fein und ich möchte mich jetzt selber nicht theoretisch einordnen wollen, also das kommt mir vielleicht ein bisschen zu überdeterminiert vor. Vor allem alle Studierenden, die dann vielleicht eine Diplomarbeit über mich schreiben wollen oder über irgendwelche Bücher von mir, ist ja schon passiert und wird vielleicht noch passieren, die werden dann auf dieses Video zurückgreifen und haben gesagt, der Autor hat aber gesagt, er ist jetzt ein postmagischer Realist oder was auch immer. Nein, bin ich nicht. Das war jetzt nur ein blödes Beispiel. Aber und darauf werden sie sich berufen und daran werden sie sich dann abarbeiten wollen. Aber das will ich nicht. Ich will ja, dass sie selber nachdenken. Also die jungen Leute. Also lieber nein. Ja. Also was ich nicht bin, und das ist aber offensichtlich, also da brauche ich ja jetzt nicht weiter ins Detail gehen, ich bin sicher kein experimenteller Erzähler, der jetzt sozusagen Sprachexperimente im engeren Sinn macht. Also es ist ich beschreibe Dinge, die man sich vorstellen kann. Ja? Also viel, aber alles andere mögen eben die anderen beurteilen. Und natürlich eine gewisse Authentizität ist schon in meinen Texten auch enthalten. Aber das, was erfunden ist, hat eine gewisse Authentizität. Aber das lassen wir jetzt, lassen wir die Kritiker, lassen wir die Germanisten und zukünftige Doktoranden ihre Arbeit tun. Ein Autor kann über sich Auskunft geben, aber er muss es nicht und über seine Texte schon gleich gar nicht.
wir machen lieber was anderes jetzt angesichts der Zeit und reisen mit dir nach A. Vorher möchte ich aber nochmal wiederholen ans Publikum, Sie können Ihre Fragen und Antworten in den Chat schreiben und wir werden versuchen, am Ende dann einige von denen zu beantworten. Wir reisen nach A. Ja, A, irgendein A. Ich bin gespannt. Ja. Reise nach A heißt diese Erzählung. Das ist mein neuestes Buch oder besser gesagt Büchlein. Es ist ja sehr recht dünn. Erschienen ist das im Quickie Verlag in Hamburg. Der heißt wirklich so. Und ich wurde im Jahr 2019, also letztes Jahr, ich wurde angeschrieben vom zuständigen Herausgeber, der von mir eben eine Erzählung haben wollte. Und sie bringen eben Kurzgeschichten als Einzelpublikationen heraus. Und ich schrieb dann eben eine Kurzgeschichte oder eine Erzählung, besser gesagt, das ist schon ein bisschen länger als eine Kurzgeschichte, mit dem Titel Reise nach A, auf der Grundlage von vielen, vielen Lesereisen und Schullesungen, die ich in Deutschland und Österreich gemacht hatte. Also da hatte ich im Speziellen eine Lesereise nach Deutschland, ein paar Jahre davor, ich glaube 2017 im Kopf. Ich will jetzt nicht genau sagen, wohin ich damals gereist bin, aber es ist auch eigentlich egal. Es spielt irgendwo in Deutschland und es spielt recht bald nach der Flüchtlingskrise, also nicht mehr 2015, 16, sondern vielleicht ein, zwei Jahre später. Und es spielt auch eine Rolle. Also Sie werden sehen, dass es durchaus eine Verbindung zwischen diesen drei Texten gibt. Und ein Autor, der durchaus Ähnlichkeiten mit mir hat, kann ich ja verraten, macht eine längere Lesereise durch Deutschland und reist von Berufsschule zu Berufsschule. Unter anderem kommt er auch in eine Kleinstadt namens A. Wir sind gespannt. Als ich in A aussteige, wird die Seekrankheit von Erschöpfung verdrängt. Drei Lesungen, drei Zugfahrten, drei verschiedene Orte an einem Tag. Die Stiftung, die meine Lesereise finanziert, besteht darauf, dass ich niemals zwei oder gar mehrere Termine hintereinander am selben Ort habe, damit ich nicht auf die Idee komme, in sämtlichen Schulen der lokalen Großstadt zu lesen, die kleineren Orte der Region aber außen vor lasse. Deshalb reise ich an diesem sonnigen Frühlingstag vom Berufsschulzentrum in A in die Wirtschaftsschule nach B, von dort ins Schulzentrum nach N und abends zurück nach A, um dort am nächsten Morgen in einer Berufsschule für Wirtschafts- und Sozialberufe vorzulesen. Drei Tage später werde ich wieder in B sein und nächste Woche schon zum dritten Mal in N. Manchmal brauche ich 3 Stunden für eine 25 Kilometer lange Strecke, weil es keine direkte Zugverbindung gibt. Der Fachlehrer Deutsch hat mir vor ein paar Tagen eine Mail geschickt, darin stand: Sie sind im Hotel Grr, keine 100 Meter von der Schule entfernt, untergebracht. Dort wurde ein Zimmer für Sie reserviert. Gerne zeige ich Ihnen, nachdem ich Sie vom Bahnhof abgeholt habe, die Sehenswürdigkeiten von A. Klammer auf, immerhin die Heimatstadt des Schauspielers und Kabarettisten Andreas Bauer, Rufzeichen Klammer zu. Mir ist kein Schauspieler und Kabarettist Andreas Bauer aus A bekannt, doch das Wort immerhin im Mail lässt vermuten, dass es sich um eine Art Bildungslücke meinerseits handelt. Ich habe mich über alle 11 Leseorte, die ich in diesen 2 Wochen aufsuche, kundig gemacht, indem ich zumindest die entsprechenden Wikipedia-Einträge gelesen habe, womit ich schon mehr getan habe als die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen, die kein Interesse daran haben, etwas über die Städte, Städtchen, Marktgemeinden, Dörfer und sonstigen Käfer zu erfahren, in denen sie gerade aus ihren Texten vorlesen. Ich erinnere mich, mit welcher Verstörung einige deutsche Kollegen, mit denen zusammen ich Gast eines Literaturfestivals in Innsbruck gewesen war, reagiert haben, als ich versuchte, ihnen etwas über die Geschichte und Kultur der Stadt zu erzählen. Sie verstanden nicht, wie ich auf die Idee gekommen war, dass sie so etwas interessieren könnte. Vor meiner Reise hatte ich in Erfahrung gebracht, dass A
einst, wenn auch nur relativ kurze Zeit, Hauptstadt eines der zahlreichen deutschen Fürstentümer gewesen war. Deshalb besitze die Kleinstadt ein fürstliches Schloss, das nach einer Restaurierung so prunkvoll, hell, bunt und in allen Ecken beinahe klinisch rein geworden ist wie niemals zuvor, schon gar nicht in jenen Jahren, als hier noch ein verlauster Fürst residierte, der sich kaum jemals gewaschen hat, einen Dom, der nie ganz fertiggestellt wurde, weil einer der zahlreichen Kriege dazwischen kam, einen riesigen Hauptplatz mit dem üblichen Betonklotz aus der Nachkriegszeit, einige mondäne Renaissancegebäude, die man gesehen haben muss, zahlreiche Fachwerkhäuser, Kopfsteinpflaster in der Fußgängerzone, eine abscheuliche moderne Skulptur, von der keiner weiß, was sie eigentlich darstellen soll, den angeblich weltberühmten Gasthof zum Wilden Eber, in dem einige gekrönte Häupter, die es aus unerfindlichen Gründen hierher verschlagen hatte, übernachtet hatten, 5 sehenswerte Kirchen, die Reste einer Synagoge aus dem Mittelalter, die größte Dichte an Fahrradwegen in einer Stadt unter 50.000 Einwohnern zwischen Adria und Ostsee, den vom Bundesland verliehenen Ehrentitel Ökostadt für eine vorbildliche Umweltpolitik und den höchsten Anteil von Moslems an der Bevölkerung eines Ortes in ganz Mitteleuropa. Menschen türkischer, bosnischer, albanischer und tschetschenischer Herkunft, vor allem aber Flüchtlinge, die im Herbst 2015 nach Deutschland gekommen sind. Letzteres erfahre ich nicht aus Wikipedia, sondern von den Lehrern in B und N, die allesamt meinen, ich solle mich vorsehen. Oh je, die Stadt A, höre ich. Ah, das ist die Härte. Seien Sie nicht enttäuscht, wenn dort nicht alles so gut läuft wie hier bei uns. Aber ich bin ja nicht das erste Mal in A. Der Bahnhof ist fest in afghanischer Hand. Dutzende von Jugendlichen lungern auf den Bahnsteigen sowie rund um das Gebäude herum, rauchen, trinken Bier und werfen jungen Mädchen und Frauen begehrliche Blicke zu. Die Mädchen weichen den Blicken aus, werden nervös und beschleunigen den Schritt. Über Lautsprecher wird verkündet, dass der Bahnverkehr aufgrund einer technischen Störung zwischen B und N auf unbestimmte Zeit unterbrochen sei. Man bitte um Verständnis. Ich habe Verständnis, ich bin ja schon am Ziel. Bis morgen nach der Lesung wird die unbestimmte Zeit hoffentlich vorbei sein. Es ist später Nachmittag, es ist noch hell, doch die Dämmerung setzt jetzt schon ein. Vom Fachlehrer Deutsch, der mich abholen soll, keine Spur. Am Bahnhof von A ist es kaum möglich, jemanden nicht zu finden. Es gibt genau 2 Bahnsteige, davon einer vergammelt, der andere hingegen derart blitzblank und modern, dass man beinahe vergisst, dass er sich mitten auf einer nicht elektrifizierten Nebenstrecke befindet. Einen Fahrscheinautomaten, eine Toilettenanlage und ein altes Bahnhofsgebäude, das verschlossen ist. Ich wähle die Handynummer, die mir der Lehrer per Mail geschickt hat und erfahre, dass es unter dieser Nummer keinen Anschluss gibt. Ich wähle die Nummer der Schule, höre aber nur den Anrufbeantworter. Das hätte ich mir denken können. Welchen Sinn sollte es denn haben, um diese Uhrzeit im Sekretariat einer Berufsschule anzurufen? Als ich mich auf den Bahnhofsvorplatz begebe, fährt das einzige Taxi, das dort gestanden ist, gerade davon. Mein Hotel ist aber ohnehin nur 2 Straßenzüge entfernt. Es ist nicht dasselbe, in dem ich letzte Nacht übernachtet hatte, doch inzwischen finde ich mich in der Stadt zurecht. Schließlich bin ich schon das 3. Mal in A. Aus Höflichkeit beschließe ich aber noch etwas zu warten, anstatt sofort zu Fuß ins Hotel zu gehen. Ein junger Afghane schnorrt mich um eine Zigarette an. Ein zweiter mustert mich eindringlich. Ein dritter flüstert einem vierten etwas ins Ohr und zeigt dabei mit dem Finger auf mich. Einige Meter von mir entfernt unterhalten sich 2 Männer auf Arabisch. Es klingt, als würden sie ein Streitgespräch führen, doch weiß ich längst, wenn dies tatsächlich der Fall ist und wann der Eindruck täuscht. Es riecht nach Gras, Tabak und Alkohol, nach billigen Kunststoffjacken und nach Schweiß, nach Urin und nach noch nicht ausgeleerten Müllkübeln. Es ist dunkel geworden, ich aber stehe immer noch vor dem verschlossenen Tor des Bahnhofs von A. Tür und Mauer hinter mir, Platz und Bushaltestelle vor mir, um mich herum fast nur Männer unter 30. Gesprächsfetzen in den Sprachen, die mir aus den Flüchtlingscamps vertraut sind, dringen zu mir.
Ich habe ein flaues Gefühl im Magen, diesmal aus Nervosität und Angst. Eigentlich dürfte ich keine Angst haben. Schließlich bin ich ein Gutmensch. Ich habe einen Ruf zu verlieren, in erster Linie vor mir selbst. Als ich im Herbst 2015 freiwilliger Flüchtlingshelfer an der österreichisch-deutschen Grenze gewesen bin, war ich stolz darauf, Menschen in Not zu helfen. Aber ich schämte mich dafür, dass ich bei manchen dieser Menschen froh war, dass sie nach Deutschland weiterreisten, anstatt bei uns in Österreich zu bleiben. Bye bye, good luck and never come back, dachte ich mir damals. Nun habe ich den Eindruck, einige von ihnen wiederzuerkennen. Das ist natürlich eine Illusion. Oder auch nicht, das spielt keine Rolle. Viel wesentlicher ist, dass ich damals eine Warnjacke und einen Ausweis trug, der an der Jacke befestigt war, dass ich allein schon wegen dieser Utensilien respektiert wurde und niemals mit den Flüchtlingen allein war. Hier aber stehe ich seit mehr als einer Viertelstunde mit meinem Rucksack und meinem Koffer an exponierter Stelle und ziehe immer mehr Blicke auf mich. Wer kommt schon in A an und wird nicht abgeholt? Wer wartet schon so lange vor dem Bahnhof in A, wenn er nicht abgeholt wird? Welcher erwachsene Mensch fährt in dieser wohlhabenden Region überhaupt mit dem Zug? Ich muss daran denken, dass auch bei uns in Österreich manche Gegenden am Abend und in der Nacht nicht mehr sicher sind und man tatsächlich darüber nachdenken muss, welche Straßen der Stadt man bedenkenlos aufsuchen und welche man meiden sollte. So etwas hatte es in Österreich früher nie gegeben. Dann wurden die Zeiten rauer. Vor ein paar Jahren plakatierte die rechtspopulistische FPÖ in der Stadt Innsbruck vor den Wahlen Heimatliebe statt Marokkanerdiebe. Allein schon wegen dieses widerwärtigen Plakates darf ich mich jetzt nicht fürchten. Die Rezeption im Hotel Grr wird erst in einer halben Stunde besetzt sein. Jetzt ist noch niemand da und die Außentür kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Na wunderbar, murmle ich. Glücklicherweise steht einige Meter links vom Eingang zum Hotel eine Parkbank. Kaum habe ich mich hingesetzt, spricht mich ein junger Mann, der mir schon vor dem Bahnhof aufgefallen und mir den ganzen Weg hierher gefolgt ist, an. Guten Abend, entschuldigen Sie bitte die Störung. Dem Aussehen nach hatte ich ihn für einen Syrer oder einen Iraker gehalten, aber er hat keinen Akzent. Am liebsten würde ich wortlos aufstehen und gehen, aber ich vermute, dass der Fachlehrer hierher kommen wird, wenn er mich vor dem Bahnhof nicht vorfindet. Ich kann von hier nicht flüchten. Ich wollte fragen, ob Sie mir helfen können. Er lehnt sich über mich, stützt sich mit der Hand an der Rückenlehne der Parkbank auf. Ich rieche seine Alkoholfahne. Der grindige Kragen seiner Jacke streift mein Gesicht, seine Schuhspitzen berühren die meinen. Am liebsten würde ich ihn mit beiden Händen wegstoßen. Ich muss heute noch nach N fahren, meine kleine Tochter ist krank, aber diese miesen Nafris haben mir vor dem Bahnhof mein Handy, die Kreditkarten und das ganze Geld gestohlen, sagt er. Dann gehen Sie zur Polizei, machen Sie eine Anzeige, meine ich. Aber das bringt doch nichts, von denen schaut doch einer wie der andere aus und ich muss unbedingt heute noch nach N. Meine Frau macht sich große Sorgen. Die Züge fahren nicht, erkläre ich. Streckenunterbrechung. Haben Sie die Durchsagen nicht gehört? Für einen Augenblick stutzt er, schaut mich entgeistert an, murmelt, runzelt die Stirn und sagt schließlich, ich nehme den Bus. Können Sie mir vielleicht ein paar Euro geben? 8 Euro fehlen mir noch. Ja, also er wird ihn dann irgendwann einmal los und wird doch die Tür geöffnet und dann kommt der Lehrer, dieser Fachlehrer, der kommt dann direkt ins Hotel, allerdings mit einiger Verspätung. Ich bin untröstlich, schreit er. Es tut mir wahnsinnig leid. Darf ich Sie als Wiedergutmachung zum Abendessen einladen? Der Fachlehrer ist verschwitzt und völlig außer Atem, regelrecht in das Foyer des Hotels hineingefallen. Ich bin gerade dabei gewesen, das Gästeblatt auszufüllen und den Zimmerschlüssel in Empfang zu nehmen. Schwer atmend erzählte mir der Lehrer eine lange Geschichte, die ich nicht hören wollte, wobei er seine Worte zwischen tiefen Atemzügen hinauspresste und sich dabei ständig entschuldigte. Einige Zeit später sitzen wir nach einem kurzen Spaziergang durch das abendliche A im weltberühmten Gasthaus zum Wilden Eber und unterhalten uns. Besser gesagt, der Lehrer spricht, ich höre zu, blechte manchmal ein Ach so, ja, das ist aber interessant oder wirklich ein.
Auf Dauer ist es ermüdend, doch das rustikale Gasthaus mit seinen schweren, dunklen Holztischen und klobigen Bänken, Kerzen, schummriger Deckenbeleuchtung und Hirschgeweihen an den Wänden hat eine authentische Atmosphäre und das überteuerte Essen schmeckt ausgezeichnet. Der Lehrer ist Mitte 60 und steht kurz vor der Pensionierung. Dieses Schuljahr und dann noch ein paar Monate bis Weihnachten, dann aber. Sein Blick schweift lustvoll und sehnsüchtig in die Ferne. Er ist ein jovialer, hagerer Alternativer, der keinen großen Wert auf Kleidung und Umgangsformen legt und mir nach einer halben Stunde das Du-Wort anbietet. Die Schülerinnen und Schüler kämen zwar größtenteils aus bildungsfernen Schichten, er habe sie jedoch voll motiviert und die morgige Lesung gut vorbereiten können, erzählt mir der Lehrer. Er heißt Günther. Übrigens werde die Kollegin Jutta Halm-Klöppinger mit ihrer Flüchtlingsklasse und der Kollege Miroslav Vujic mit den Schülerinnen und Sozialhilfe aus der Sozialhilfe- und Pflegeberufsschule einer reinen Mädchenklasse ebenfalls zur Lesung kommen. Der Herr Direktor lasse sich hingegen entschuldigen, er sei auf einer internen Sitzung und sein Stellvertreter könne leider auch nicht kommen, weil ob es denn Probleme mit den vielen Flüchtlingen in der Schule gäbe, unterbreche ich ihn schnell. Überhaupt nicht, beteuert der Lehrer. Es sei alles wunderbar, es gäbe keine Konflikte. Das Problem sei viel eher, dass Flüchtlinge und Einheimische nur wenig miteinander kommunizieren. Einige seien aber aus den Flüchtlingsklassen, in denen die Sprachbeherrschung im Vordergrund stehe, in den Regelunterricht gewechselt. In seiner Klasse gäbe es ein paar Syrer und einen Afghanen. Aber sie freuen sich schon sehr auf die Veranstaltung, sagt er. Er habe ihnen erklärt, was ein Schriftsteller und was eine Dichterlesung sei, obwohl er zugeben müsse, selbst noch nie etwas von mir gelesen zu haben. Mit der österreichischen Literatur habe ich es nicht so, meint er. Der Lesetermin sei sehr kurzfristig an ihn herangetragen worden, aber er sei sich hundertprozentig sicher, dass morgen alles ganz wunderbar, großartig, ja beinahe fantastisch laufen werde. Das sage ihm seine Intuition und der positive Eindruck, den ich auf ihn mache. Übrigens, und dies wolle er an dieser Stelle betonen, um mich endgültig zu beruhigen, sei die Lage in A nicht nur in den Schulen, sondern in der Stadt ganz allgemein und trotz des hohen Flüchtlingsanteils unkompliziert, vorbildhaft. Es habe nur einige wenige unerfreuliche Vorkommnisse gegeben. Die meisten Bürgerinnen und Bürger erleben den Zuzug der Asylwerber und Flüchtlinge tatsächlich als Bereicherung. A sei weder Berlin noch Hamburg und schon gar nicht Köln. Wenn es doch nur überall so wäre wie in A, meint er. Ich erwähne, dass ich in B und N und auch in C vor den Zuständen in den Berufsschulen von A gewarnt worden sei. Ach was! Günther schüttelt den Kopf und lacht. Die sind doch nur neidisch. Wir haben im Schulbereich, aber auch überall sonst, einen viel höheren Level als die. Weißt du, für uns in A sind die in B Spießer und die in N Proleten. Als A längst eine wichtige Residenzstadt war und in unserem Schloss Künstler und Wissenschaftler ein- und ausgingen, war B ein Kuhdorf und N nichts weiter als eine kleine Manufaktur an einer Straßenkreuzung. Und die Leute von C und Umgebung, das sind die Ostfriesen unserer Region. Soll ich dir einen Witz über sie erzählen? Oh nein, danke, nein, nein, winke ich schnell ab. Ich bin außerdem ehrlich gesagt ziemlich müde und würde nach dem Essen bald dann, natürlich, verstehe ich, alles klar. Aber eine Nachspeise isst du schon noch, gell? Ich schaue auf die Uhr. Es ist noch nicht spät. Nach einem Tag mit 3 Schullesungen kommt es mir jedoch vor, es sei schon kurz vor Mitternacht. Günther bestellt sich ein zweites Bier und ich einen Kamillentee, weil ich auf Lesereisen niemals Alkohol trinke. Jetzt erst, nachdem er sich selbst verausgabt hat und offensichtlich nichts mehr zu erzählen weiß, fragt mich Günther nach meiner Lebensgeschichte und woraus ich vorlesen werde. Ich erwähne einen Bericht über meine Erfahrungen als freiwilliger Flüchtlingshelfer, den ich kürzlich verfasst habe, und meinen autobiografisch gefärbten Roman, der sich größtenteils auf die Erfahrungen meiner Kindheit und Jugend stützt. Die lange Migration, welche meine Eltern und mich aus Russland nach Israel, in die USA, in einige weitere Länder und schließlich nach Österreich geführt hatte. Die ambivalente Identität des Protagonisten, der in vielerlei Hinsicht dem Autor des Romans, also mir, nachempfunden sei,
seine Suche nach einer Heimat im kulturellen Übergangsraum zwischen allen Stühlen. Das passt wunderbar, ruft Günther aus. Im letzten Semester haben wir mit der gesamten Klasse eine Collage zum Thema Leute gemacht. Leute? Frage ich. Leute! Jeder hat eine historische Persönlichkeit aus unserer Stadt, die irgendwann weggezogen ist oder wegziehen musste, im Internet finden, ein Foto von ihr herunterladen, ausdrucken, ausschneiden, auf einen großen Poster kleben und dazu ein paar Zeilen schreiben müssen. Spannend, murmle ich. Einige Juden waren auch dabei, leider auch einige Nazis, von denen sicher nicht so viele wegziehen mussten, werfe ich ein. Da geht es natürlich auch um Identität, meint er. Es geht immer um Identität, sage ich. Emigration, die damit verbundene Entwurzelung, ist für die meisten und war natürlich auch für mich eine schwierige Zeit. Aber da hattest du es als Jude doch wenigstens etwas leichter als andere, unterbricht mich der Lehrer und lächelt. Wieso? Frage ich erstaunt. Weil die Juden auf der Welt doch gut vernetzt sind, nicht wahr? Besser als alle anderen. Und weil die Juden Vermögen haben oder wissen, wo sie sich etwas borgen können, wenn sie etwas brauchen. Ich bin so fassungslos, dass ich vorerst kein Wort herausbringe. Erst nach einigen Augenblicken sage ich mit dumpfer Stimme, das haben deine Schüler wahrscheinlich ebenfalls im Internet gefunden und dann auf dem Poster erwähnt. Nein, haben sie nicht, antwortet er ernst. Aber das ist eine gute Idee für das nächste Mal. Vielleicht reden wir ja morgen darüber. Ja, soweit ein Ausschnitt aus Reise nach A. Ich unterbreche hier mittendrin. Ich nehme es vorweg, es passiert dann noch einiges in A, auch dann bei dieser Schullesung, aber auch noch in der Nacht. Und A ist dann doch ein nicht ganz unproblematischer Ort, sagen wir das dann mal so. Aber mehr möchte ich nicht verraten, sondern beende hier mit dem Leseteil. Und danke allen sehr, Ihnen allen, euch allen für die Aufmerksamkeit. Dir, Klaus, für das schöne und anregende Gespräch zwischendurch und natürlich auch dir, Magdalena, für die Einladung und für die Einleitung. Ja, wir danken auch, lieber Wladimir. Ich nehme an, Magdalena, du hast ein bisschen was gesammelt. Deswegen sage ich danke an dich, danke ans Publikum und Magdalena hat das letzte Wort für heute. Für heute, für den Moment. Es gibt ein, zwei Fragen aus dem Chat, die ich gerne weiterleiten möchte. Zum einen von Petra Fiero. Sie scheint dich zu kennen, denn sie spricht mit du an und fragt, erstmal dankt sie dir für die wunderbare Lesung und fragt, benutzt du das Wort Eingeborene statt Einheimische in ironischem Sinne, weil man bei Eingeborene an Wilde denkt? Ja, ich verwende es im ironischen Sinne einerseits und andererseits ist das natürlich eine ironische Umkehrung, eine Umdrehung dessen, dass man ja immer die Eingeborenen für primitive Wilde gehalten hat, wenn die Kolonialisten in ein anderes Land gezogen sind, dann waren die Eingeborenen, sie waren die Überlegenen und die Eingeborenen, das waren einfach die Primitiveren, die jetzt einfach an die Kultur herangebracht werden sollten. Während in diesem Fall drehe ich das um, das sind dann die Eingeborenen, das sind die Primitiven, die Unverständlichen für die Zuwanderer, weil für die Zuwanderer, wenn sie zuwandern, sind ja oft die Einheimischen dann die Eingeborenen, weil sie dann ein bisschen simpel, primitiv, unverständlich, ein Kauderwelsch sprechen. Also klar ist das eine Ironisierung der Begriffe und auch ein Versuch natürlich auf diese Art und Weise Klischees zu brechen und zu hinterfragen. Nicht nur Klischees über Eingeborene. Anscheinend hat unser Publikum genau diese Umkehrung und die Begrifflichkeit beschäftigt. Eine weitere Frage, worauf du eigentlich jetzt gerade schon geantwortet hast, aber ich würde sie trotzdem gerne nennen, ist, ist der EU-Eingeborene der Gegenwart die negative Spiegelung des wilden Eingeborenen, den die europäischen Aufklärer und Romantiker in fernen Ländern einst im Naturzustand in Unschuld zu finden glaubten?
Ja, genau das habe ich ja schon beantwortet. Also die negative Spiegelung, natürlich. Genau das ist es, ja. Also so viel schöner ausgedrückt, als ich es jetzt da improvisiert habe. Aber genau das ist es, ja. Diese beiden Fragen, die zeigen ja auch bei dir, wie genau man hinschauen muss, wie genau man lesen muss, dass es auf einzelne Wörter ankommt. Also wenn der Günther, der Fachlehrer Deutsch, sagt, entschuldigen Sie vielmals, darf ich Sie zur Wiedergutmachung zum Abendessen einladen? Und nachher kommen diese latent antisemitischen Äußerungen, dann liest man Wiedergutmachung auch ein bisschen anders. Also, und das ist sehr oft bei dir der Fall. Also deswegen lohnt es sich einfach, Wladimir Wertlieb genau zu lesen und seine Bücher zu kaufen. Danke. Magdalena. Genau, also im Chat gibt es ansonsten noch viel Dank und einige Kommentare, dass es die Auszüge sehr neugierig und Lust auf mehr machen. Noch eine Frage, die mich auf anderem Wege erreicht hat, und zwar, welche Rolle die Bikulturalität in deinem Schaffen spielt? Ja, eine große Rolle, weil ja Russisch meine Muttersprache ist und ich Deutsch wirklich erst als Kind gelernt habe. Ungefähr ab meinem 7. Lebensjahr habe ich begonnen, Deutsch zu lernen. Das ist an sich gar nicht so früh, denn die sprachliche Sozialisation und die Prägung, auch die emotionale sprachliche Prägung, erfolgt ja eben in den ersten Lebensjahren. Und ich war ja dann auch noch viele Jahre mit meinen Eltern unterwegs, über mehrere Zwischenstationen. Ich war in verschiedenen Ländern, in Israel, in den USA, in den Niederlanden, in Italien. Und Russisch war, oder die russische Kultur war die prägende Kultur, auch noch über die Migration hinaus, also auch noch bis in mein Teenageralter hinein, als dann doch die österreichische Kultur oder die deutschsprachige Kultur dann mehr im Vordergrund stand. Und natürlich beeinflusst das eine das andere, also auch sprachlich in meinem Deutsch schwingt das Russische zum Teil unbewusst mit, gewisse Formulierungen, die ich dann importiere in die deutsche Sprache, ohne sie dann zu übersetzen wortwörtlich, denn dann wäre es ja kein korrektes Deutsch, sondern das ist die Atmosphäre des Russischen, die Idiomatik des Russischen, die hier eine adäquate deutschsprachige Entsprechung bekommt, oder ich bemühe mich darum, ein gewisser Tonfall, der vielleicht aus der russischen Literatur kommt. Also all diese Dinge verknüpfen sich, gehen ineinander über. Und insofern, ich würde gar nicht sagen, dass da zwei Kulturen eine Rolle spielen. Es sind mehrere Kulturen. Also ich bin, denke ich und hoffe ich, auch im besten Sinne multikulturell oder transkulturell, wie immer man das heute nennt. Es ändern sich ja auch die Modebegriffe von Zeit zu Zeit, weil ich eben in verschiedenen Ländern gelebt habe, weil ich mit mehreren Kulturen in Verbindung gekommen bin, weil ich auch in einer prägenden Zeit als Teenager in den USA gelebt hatte, als ich 14, 15 war, über ein Jahr. Also auch das hat mich geprägt und insofern ist mir auch dieses Land doch recht nahe geworden oder geblieben noch aus jener Zeit. Aber ich denke, ich bin ja nicht allein. Ich bin ja mit meiner Biografie inzwischen schon sehr, sehr typisch für so viele andere Menschen, dass ich fast schon manchmal einen exemplarischen Fall für eine erkleckliche große Anzahl von Menschen in unserer Gesellschaft oder in unseren Gesellschaften in Europa darstelle. Zuletzt hätte ich noch eine Frage, und zwar hätte ich gern eine Einschätzung von dir. Der Chamisso-Preis wurde ja, 2017 das letzte Mal vergeben, und
mit der Begründung, dass die Aufgabe erledigt sei, dass die Literatur von Autorinnen und Autoren mit Migrationsgeschichte oder mit Migrationsbiografie mit anderen Muttersprachen in die Gegenwartsliteratur einzubinden, erledigt sei. Also sie sind angekommen im Literaturbetrieb. Deckt sich das mit deiner Wahrnehmung? Ist der Zugang zu den Verlägen in die Publikationswelt für Autorinnen und Autorinnen mit Migrationsbiografie tatsächlich gleichwertig wie für Autorinnen und Autoren der Mehrheitsgesellschaft? Nicht ganz. Nein, würde ich nicht sagen, weil es kommt immer darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt, in welchem Milieu man unterwegs ist. Natürlich, wenn man dann mit bestimmten Journalistinnen und Journalisten aus, sagen wir, fortschrittlichen Publikationsorganen oder Verlagen zu tun hat, die sehen das so, wie du das vorhin gemeint hattest. Aber wenn man dann quasi schon seinen vermeintlich eigenen Bereich verlässt, und dann mit anderen Leuten redet, auch mit Leuten, die durchaus lesen, aber die vielleicht ein bisschen anders lesen, als wir es tun, und Literatur anders wahrnehmen und anders gewichten und anders sozialisiert sind, dann nehmen die uns zweifellos noch nicht gleichwertig wahr, oder wenn sie uns als gleichwertig wahrnehmen, dann trotzdem mit sehr vielen Klischees verbunden. So gesehen, nein, aber es ist zweifellos besser, als es vor 20 oder vor 30 Jahren war, keine Frage. Und man kann schon sagen, dass die Literatur von Zuwanderern in der deutschsprachigen Literatur angekommen ist. Also es wird nicht mehr als pauschal als Gastarbeiterliteratur wahrgenommen, wie noch in den 1980er Jahren. Und es gibt auch sehr, sehr viele arrivierte, renommierte Autorinnen und Autoren mit Migrationshintergrund. Also sie stellen ja, das sage ich oft, und das habe ich, glaube ich, auch mal in einem Essay geschrieben, sie stellen ja erst Normalität her. Es ist nicht einmal so, dass sie eine Bereicherung darstellen, sondern wir leben in einer mehr oder weniger offenen, inzwischen schon Einwanderungsgesellschaft. Wir sind Einwanderungsländer in Europa. Man mag das mögen oder nicht mögen, das ist die Tatsache. Und Kunst und Kultur spiegelt die Gesellschaft wieder, so wie sie ist, und auch alle Teile der Gesellschaft. Das heißt, wenn diese Leute jetzt gar nicht schreiben würden, wäre das ein Defizit. Wenn sie schreiben und publizieren und man sagt, das ist eine Bereicherung, dann klingt das schon sehr paternalistisch, weil sie stellen ja dann durch erst die Normalität der Literatur her, weil es ist ganz selbstverständlich, dass sie auch in der Literatur sind, so wie andere Gruppen auch. Ja. Und was noch dazu kommt, zum Preis vielleicht. Also ich habe etwas gestaunt, als dieser Preis eingestellt wurde. Ich glaube, der Beschluss fiel schon vor der Flüchtlingskrise, aber dann mit der Flüchtlingskrise war der natürlich noch absurder, der Entschluss, diesen Preis einzustellen. Und dann kommt es ja letztlich auch gar nicht darauf an, ob die jetzt diskriminiert sind oder nicht. Das ist ja auch wieder so ein halbkolonialistisches Konzept, zu sagen, okay, jetzt kommen die armen Migrantinnen und Migranten, jetzt schreiben die und wir müssen ihnen helfen durch einen eigenen Preis. Nein, es gibt Preise für junge Leute und es gibt Preise für nicht mehr so junge Leute. Das heißt ja nicht, dass junge Leute jetzt diskriminiert werden, sondern es gibt einfach Preise für junge Leute, weil es halt Preise für junge Leute gibt. Es gibt Preise, die für Bayern sind, und es gibt Preise, die für Baden-Württemberg sind, und es gibt Preise, die für ein bestimmtes Genre sind, und es gibt Preise, glaube ich, auch die für Frauen sind im Speziellen, und es gibt Kinder- und Jugendpreise. Warum soll es nicht einen Preis, ganz gleichwertig mit den anderen, für Menschen mit Deutsch nicht als Muttersprache geben? Nicht unbedingt, weil diese Menschen diskriminiert werden, sondern weil sie vielleicht einen anderen Ton haben, weil sie vielleicht andere Themen einbringen.
weil sie vielleicht eine eigene Gruppe bilden, auf die man speziell hinschauen sollte oder auf die man dann hinweist mit so einem Preis. Also das kann man ja auch auf einer das kann man ja gleichwertig auf derselben Ebene sehen und nicht sagen, okay, das sind die Armen. Was weiß ich, Zuwanderer, behinderte Frauen, die Armen in unserer Gesellschaft, so wie man es früher gesagt hat, das ist ja nicht mehr so und das sollte ja auch nicht mehr so sein. Aber ihn ganz einzustellen und dann zu sagen, weil die sind ja angekommen in die Literatur, zeigt ja, dass die Menschen, die diesen Preis dann, die bestimmen, ob es diesen Preis gibt oder nicht, überhaupt nicht verstanden haben, worum es geht. Ja? Dass die ja eigentlich immer noch auf die altertümliche Art und Weise denken. Sie sind das Problem dann, weil sie irgendwie mentalitätsmäßig offensichtlich noch in den 80er Jahren stehen geblieben sind. Und ihren eigenen Sprachraum noch als den Raum sozusagen, da gibt es die große, da gibt es sozusagen die dominante Gruppe, die Leitkultur und dann gibt es die anderen kleinen Kulturen. Das ist ja nicht mehr so. Darf ich noch kurz was dazu sagen? Gerne. Ich unterschreibe das alles, aber ich möchte doch sagen, natürlich gibt es Bestseller-Autoren, deutschsprachige Literatur von Theresia Mora oder Sascha Stanisic oder vielen anderen, ist gute Literatur, ist erfolgreiche Literatur. Aber es sind so viele Menschen nachgekommen, darunter eben auch Künstler und Schriftsteller. Und für viele von denen wäre so ein Preis wie der Chamisso-Preis äußerst wünschenswert, wenn man daran denkt, wie in den 33 Jahren Chamisso-Preis vorher unbekannte oder wenig bekannte Schriftstellerinnen und Schriftsteller plötzlich ein Forum gefunden haben und letztlich den Durchbruch zum literarischen Leben und zu den Verlagen geschafft haben. Sowas ist heute schwieriger geworden, weil es diesen Preis nicht mehr gibt. Ja. Da gäbe es jetzt noch viel zu sagen, was ich angesichts der fortgeschrittenen Zeit nicht tue. Aber ich glaube, das Wichtigste hast du auch wunderbar zusammengefasst. Danke. Ich danke dir. Mit Blick auch nochmal auf den Chat, wo es auch nur Zustimmung gibt, aber keine weiteren Fragen, würde ich langsam das Ende unserer Veranstaltung einläuten und dafür sehr gerne nochmal kurz den Bildschirm teilen. Denn wir müssen ja auf so einiges verzichten bei einer virtuellen Veranstaltung, so auch auf den Büchertisch. Ich möchte es aber nicht missen, dennoch auf die Publikationen hinzuweisen, die heute im Mittelpunkt standen. Das ist, wie gesagt, der aktuelle Roman Viktor hilft von Wladimir Wertlieb und Reise nach A, im Quickie Verlag erschienen in diesem Jahr. Und auch Herr Hübner hat eine aktuelle Publikation, kein Twitter, kein Facebook, von Menschen, Büchern und Bildern, eine Sammlung von Essays, Rezensionen und Literaturkritiken in 4 Bänden. Wenn Sie die Titel googeln, finden Sie bestimmt Vertriebswege, wo Sie an die Publikationen kommen. Und wie bereits erwähnt wurde, ist unsere Veranstaltung heute erst der Auftakt. Es folgen 3 weitere Termine mit 3 spannenden Autorinnen. Sie sehen sie abgedruckt auf der Folie. Aktuell sind die Lesungen noch als Präsenzveranstaltungen geplant. Wir hoffen, dass das Infektionsgeschehen es zulassen wird. Im Fall der Fälle, dass es nicht möglich sein wird, werden wir aber wieder alles daran setzen, die Lesungen in den virtuellen Raum zu verlegen, um sie nicht absagen zu müssen. Wenn Ihnen die Veranstaltung heute gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren oder unsere Facebook-Seite. Sie sehen auf der Folie auch die Wege, wie Sie uns kontaktieren können.
Der erste Text, der gelesen worden ist, befindet sich auf der Lernplattform der Domberg-Akademie. Es befinden sich dort 7 weitere Teile des Corona-Tagebuchs. Alle Texte sind äußerst lesenswert. Wir ermöglichen Ihnen sehr gerne einen kostenfreien Zugang zur Lernplattform. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an info@domberg-akademie.de und wir geben Ihnen die Instruktionen weiter, wie Sie auf die Lernplattform kommen und sich dort registrieren können. Mir bleibt nicht mehr zu sagen als ganz herzlichen Dank allen Zuschauerinnen und Zuschauern, die im Livestream mit uns diesen Abend verbracht haben, sich beteiligt haben im Chat, und natürlich ein besonderer Dank an Klaus und Wladimir für die Gestaltung des Abends, für die Einblicke und das interessante Gespräch. Ja, danke Magdalena auch nochmal für die Einladung. Danke sehr. Danke. Und ich sehr danke gerne. Allen. Danke und einen guten Abend. Einen guten Abend dir auch, Klaus. Ich beende nun den Livestream und wir sehen uns gleich noch im Zoom-Raum. Ja. Auf Wiedersehen.